Boah, das wackelt aber hier. Richtig stark mit den neuen. So irgendwie wäre es schon viel, oder? Denk schon. Ei, da ist ja eine Kreuzung. Ich hab's doch gleich gedacht. Was ist da? Sensbach. Aha. Ich hab gedacht, jetzt geht's richtig in den Wald. Hier ist der Waldfriedhof. Da war ich doch schon mal. Wüsste ich, wieso, ob ich schon da bin, oder? Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Oder? Das muss er doch sein. Das ist er. Garantiert. Da hätte ich jetzt drauf gewählt. Jetzt bin ich auf. Genau, ist es so. Kaffeebuckel wird. Du hast, du glaube ich, noch in der Kneipe arbeiten müssen, wir waren schon auf der Party. Ja, ist gut. Ist doch fein, ey. Das heißt, bitte. Jetzt mache ich kurz ein Bild. Nur ganz kurz. Schweizer Fahne integriert. Das, nee, hast, das hast du gut gemacht. Das hast du hinten dran gemacht. Okay. Ich, und die hat sich jetzt so angepasst. Ich sag mal, ist das ein Ding. Und da waren früher die Motorradfahrer all bei euch, ne? Hier war der Rastbetrieb. Mann, oh Mann. Und wir haben das jetzt ex. Da unten ist eine Kapelle oder was? Das ist die Kirche, die evangelische und lutheranische. Wunderbar. Verstehst du, ist halt der Ausblick hier, das ist schön. Ah ja, und warum machst du nicht ein Ferienhaus draus, wo man anderen Leute ab und zu auch mal herholen kann oder was? Aus Berlin und wo auch immer. Ah ja. Mach, was du willst. Das ist immer so leicht gesagt. Dann funktioniert es doch nicht. Ja sicher, ich habe den Namen auch schon gehört. Guck mal, das ist doch, das ist zum Skifahren. Da landest du unten auf der Straße halt, oder Rodel, nee, oder da so. Da waren früher Abend zu Skirennen. Da? Ja. Ist ja irre. Dann haben die so ein. Aber das ist auch schon 30 Jahre her. Die kamen dann zu uns, so mit die jungen Leute, haben, so mit Kindern. Zack. Haben so einen mobilen Lift aufgestellt, so einen mobilen Skilift. Ja, genau. Das sind die, ja, das ist ein sehr schöner Hang. Der ist schon gut steil, ja, der ist gut. Also verhältnismäßig für Odenwald, meine ich. Ja, halt, ne? Das ist ja der Falkenberg da oben. Und liegt da noch Schnee bei euch? Auch nicht mehr, ne? Ja, für sich da, wo die Antenne ist. Ich habe gerade gestern der Robert erzählt. Ich weiß noch früher, da haben wir im Fernsehen, haben wir das erste. Wo ist denn da Antenne? Da. Im Berg oben. Ach, da oben. Die sind aber nicht mehr im Betrieb. Ja, okay. Damals hatten wir im Fernsehen das erste und zweite Programm. Das ist schon mal gut, wie Sensbach da. Ja. Und dann kam die Antenne, das war ein Verstärker. Da hatten wir das dritte noch. So, das hat er vollkommen gelangt, drei Programme, was brauchst du? Robert seine Kinder erzählt und dann habe ich gesagt, ja, und dann um 11 Uhr, halb 12, dann war fertig, dann war Kris. Da gab es nicht Nachtprogramm. Heute kannst du ja die ganze Nacht erspielen. Ah ja, sowieso, 50, 100, noch mehr. Der Turm auf der Hyde Park Film in Setzbach, klar, was man alles machen kann. Das sieht man ja nicht. Ja, im Hyde Park. Das ist doch irre. Das haben wir alle mitgesungen, oder? Ja, was Besonderes, was ist denn das? Ach, das ist ein Drache. Siehst du ihn? Ach, tatsächlich, ja. Ich hab gar nicht so hoch geguckt am Himmel, sondern mehr am Boden. Was ist denn? Wo kommt denn der her? Ja, wo kommt der? Das ist der, da hat einen Motor dran anscheinend, oder?
Das kann ich jetzt nicht erkennen. Kann das sein? Oder ist irgendwie vom Kassenbuckel runtergeflogen? Also? Ist das? Aha. Na gut. Da kann doch nicht so weit fliegen, das gibt's doch gar nicht. Ohne Motor kommt doch der nicht da über die Berge. Ich muss das auflegen. Da ist er irgendwo, da ist er. Jetzt müsste ich den. Ja, man sieht's nicht. Also ich kann es jetzt hier auf dem Monitor nicht erkennen. Ich kann höchstens so weit nach. Ups, jetzt ist es verortet. Aber der kommt. Günther, der kommt wirklich daher. Ne? Das ist einer von euren Gästen von früher. Der will jetzt hier einkehren, wisst ihr. Nee, ich hab das nicht. Das ist eine Überraschung. Das ist eine Überraschung. Das hast du aber gut organisiert. Oder ist das. Sag mal, wo ist er denn da? Sag mal, warum sehe ich ihn jetzt wieder nicht? Der kommt direkt hierher. Der kommt hierher. Der hat einen Motor, jetzt höre ich es aber. Will man ich hören auch. Sag auch mal. Warum findet man den jetzt nicht? Der ist mutig. Der sieht uns natürlich jetzt. Aber ich sehe ihn nicht mehr. So was Dummes. Wir winken ihm. Und dann verliert er die Steuerung. So, weil ich bin auf der falschen Ebene, oder was ist denn da? Das ist aber schon gut. Das könnte ich nicht. Da oben? Da rumfliegen. Ah ja. Also das ist jetzt wunderbar, dass ich den überhaupt nicht mehr kriege. Und was liegt denn das? Sag mal, diese Drohne am Ende. Warum kann ich den nicht sehen? Warum sieht man den? Dreht er ab. Jetzt dreht er ab. Ah, jetzt habe ich ihn. Aber das war jetzt verdächtig, ne? Der ist ja noch ein bisschen weiter und dann wäre er im Springbrunnen gelandet. Ja. Hey, grüß dich. Ich sag nur, du kennst ihn, ja. Geht's gleich los, heim. So, also Günther, mach's gut, es war schön bei dir. Bis demnächst, mach's gut.